Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Black Ops. Ja, wir haben gerade ein kleines Problem mit dem Story-Modus. Es ist jetzt schon der dritte Versuch von der Aufnahme. Und zwar bugge ich mich irgendwie komischerweise immer ganz doof irgendwie. Aber ich bin jetzt erstmal ruhig. Wir sind alle Bauern von Raul Menendez. Amerikanische Drohnen setzen Kurs auf unsere Hauptstädte. Ihre Waffen, Madam President. Madam President, der SEAL Commander, der Menendez gefangen hat, bittet um Zuweisung zu ihrer Truppe. Niemand hier weiß mehr über Menendez. Und er glaubt, dass sie ein Ziel sein könnten. Sir, wir haben Aktivitäten am Boden. Mehrere Ziele. Gott, Drohnen. Sie ändern den Kurs. Los Angeles. Der Zivilierungsspeicher war viel zu weit zurück. Er zielt auf die Präsidentin. Marine One steht unter Beschuss. Sofort landen. Alarm zur Evakuierung mit AMRAP. Wir gehen runter. Ja, mal wieder sind wir auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Sind Sie okay? Sind Sie sicher? Also für mich mal wieder. Evakuiert Sie nach Prom Night. So, wir hoffen mal, dass es diesmal ein bisschen besser. Okay, ganz komisch. Da ist jetzt irgendwie ein kleiner Speicherfehler drin. Ich bin. Das ist jetzt ganz ehrlich gesagt nicht die Story so, wie es. Wie es jetzt eigentlich direkt nach der Videosequenz weitergeht, aber irgendwie hat er ganz komisch gespeichert. Das ist auf jeden Fall für mich sehr unlustig, gerade weil da doch ein bisschen an Material flöten gegangen ist. Und jetzt sterbe ich einfach so. Ganz komisch, also heute ist irgendwie verhext. So gut, wie es gestern bei Assassin's Creed gelaufen ist, umso schlechter läuft es heute bei Black Ops 2. Also ganz, ganz komisch. War das links? Tja, das sah für mich aus, als ob es rechts war. So, wo haben wir denn? Hier haben wir noch ein paar Drohnen. Die zerstören wir alle. Danke, danke. Danke, Haber. Wo denn? Ich sehe sie nicht. Boah, das Ding ist. Da, okay, gut. Weiter so. Gut, gut, gut. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Wir müssen das hinkriegen. Boah, ihr Schweinedrohnen. Sterbt. Gut, auch wenn Drohnen nicht sterben kann. Oh gut, wir haben es jetzt wenigstens mal wieder geschafft, dass wir nicht rausbuggen. Also ich hoffe echt, dass es jetzt weitergeht, ohne dass es verbuggt wird. Oh, scheiße. Ein Freund. Hier spricht Anderson. Ich reagiere auf Ihren Notruf. Warte auf Anweisungen. Anderson, wir sind unterwegs nach Prom Night mit der Präsidentin. Erbitte bewaffnete Unterstützung aus der Luft. Okay, beachten Sie, ich bin allein. Der Großteil meines Geschwaders ist abgeschossen oder kämpft gegen Drohnen. Verstanden, wir kriegen das schon hin. So, ja, kurze. Die Autobahn ist voller Söldner. Sie greifen noch einen G20-Konvoi mit Raketenwerfern an. Vor uns auf der unteren Ebene. Komm, scheiß auf. Wie sieht's aus, Section? Abseilen, los! Wir gehen jetzt mal fürs Abseilen. Vorhin habe ich mich fürs Scharfschützengewehr entschieden. Beeilen wir uns, die Leute da drin sind. Da habe ich dann angefangen zu glitschen. Wir sind am Boden, alle vollzählig. Und ich hoffe mal, dass es jetzt dann nicht anfängt zu glitschen. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Präsidentin beschützen. Von rechts nähern sich weitere MG-Trucks. So. Mehrere Söldner im Sattelzuganhänger. Unsere Autobahn, rechte Seite. Jetzt nicht mehr. Oh, 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 mal kurz. Davor! Da setzt noch eine MG-Truck-Infanterie ab. In Deckung bringen. Ich gebe Bescheid, wenn es sicher ist. Oh, shit.
die war ein bisschen beschissen gesetzt. So. So, wir füllen jetzt erstmal auffüllen. Von wo, von wo? Shit, von da. Gut, wir schalten erstmal auf das Scharfschützengewehr um. Wo denn? Hier. Auf die Schützen auf den Überführungen zielen. Weg. Auf die Scharfschützen zielen. Hä? Ich hab ihn doch umgenietet. Gut, aber mit dem Gewehr können wir auch schön durch die Wand schießen. Und große Löcher hinterlassen. So, wir gehen jetzt direkt hier nur auf den Straßen rum. Okay, der ist trotzdem, der war hinüber. Ah, komm schon. Weg mit dem Kopf. Boah, jetzt duckt er sich gerade noch. Was? Oh, super, Alter. Also, heute ist eine ganz verquerte Aufnahme von Black Ops 2. Die hinteren Wagen sind nach dem Angriff abgebogen. Also, ganz böse. Komm schon, noch zwei Balken. Weg ist er. So. Wir Wow. Weg. Wir werden uns jedes Stück Weg erkämpfen müssen. Langsam wird es jetzt doch ein bisschen besser. Die Söldner errichten eine Barrikade direkt da vorne. So. Wir knien uns kurz hin, dass wir ein bisschen geschützt sind, aber den Söldner holen wir uns. Nimm das vordere Fahrzeug mit Harper. Okay, gut. Alle Mann auf mein Kommando. IC nach vorn, einreihiger Konvoi. Hallo? Rein da. Gelangen sie zum Prom Night Bunker. Oh, jetzt dürfen wir wieder Auto fahren. Und ein bisschen Menschen platt fahren. Oh, oh, oh. Der Humvee ist doch ein bisschen stranger zum Fahren. Ich fahr doch schon links. Mach ich doch. Ja, das denke ich mir auch gerade, ey. Scheiße. Übel, Section. Ein Großteil der Stadt ist ein Kriegsgebiet. Keine Ahnung, wie okay. Sie es durch Downtown schaffen. So fahr ich. Wie überleben wir das hier, Section? Das weiß ich noch nicht. Ja, das wollen wir noch nicht wissen. Was können wir so machen mit den Knöpfen? Nichts, nur Gas geben und lenken. Menendez wusste genau, was er tat. Pentagon, Washington und die Wall Street. Am selben Tag. Ja, mit unseren Flugzeugen. Schweinepriester. Scheiße. Oh, fuck! Shit. Ein LKW von rechts. Oh. Oh. Es ist viel zu dunkel. Wir liegen, glaub, irgendwo. Liegen wir noch in dem Wrack? Ich kann nichts machen. Hallo? Harper? Irgendjemand? Mein Magen grummelt. Ich wiederhole, blaue Route ist gefährdet. Alle Konvois müssen. Scheiße, wo sind wir? Weitere Updates folgen. Okay, wir sind noch im Auto. Wir formieren uns unterwegs neu. Harper. Okay, wir leben noch. Oh, Scheiße. Okay. Oh, Scheiße. Oh, gib. Darf ich mir mal eine Waffe nehmen? Die RPG. Wäre sehr nett. So, wo lang müssen wir? Okay. Wir haben hier ein Interaktionsschild. Dann interagieren wir mal. Oh, Drohnen. Awesome. Starke Panzerung!
Panzern! Wenn wir eine Sprengwaffe haben, dann her damit! Okay, die Drohne hilft uns einiges. Gut, dass wir immer ab und zu mal wieder gucken. Stirb! So. RPG und Feuer! Auf die Claw. Auf die feindliche Claw. Verreck. Komm. Noch mit einem Schuss, dann haben wir die Claw weggekriegt. Okay, noch einer. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Komm schon. Ey, die Claw kann noch nicht so viel aushalten. Oh, die Claw lebt immer noch. Ey, kacke. Komm schon, komm schon. Ist jetzt endlich... Ja, die Claw ist hinüber. So, die Drohnen. Können wir noch... Wir gehen mal hier ein bisschen... an der Flanke von denen entlang. Dann kann Harper sich wenigstens noch ein bisschen vorarbeiten. Uns Unterstützung begeben. Ah, shit, unsere Drohne ist weg. Unser Quadrocopter. Okay, wunderbar. Komm, Granate, Granate. Die Söldner haben Verstärkung mitgebracht. Was du nicht sagst. Ah, shit. Wieder eine Claw. Shit. Shit, 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 shit. Wenn wir weitere Anführer aus dem Ausland verlieren, könnten Fuck. Die Nachwirkungen katastrophal sein. Daneben geschossen. Verstanden. Section Ende. Ja, Präsidentin, wir kriegen das schon hin. Ja, hock dich hin, Claw. Komm, noch ein Schuss, noch ein Schuss, noch ein Schuss. Dann bist du weg, dann bist du weg. Oder doch nicht. Shit. Ich brauche Ammo, I need Ammo. Fuck, fuck, fuck. Ist hier nicht irgendwo eine Ammo-Kiste? Shit, shit, shit. Oh, wir haben natürlich auch keine Ding mehr. Fuck. Kriegen wir die Claw auch so weg? Oh, da ist eine Ammo-Kiste. Da ist eine Ammo-Kiste. Da drin ist Ammo. Oh, komm schon, Section. Ja, gut gemacht. Eins wollte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, 10 Schuss. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, ich will jetzt erstmal die Claw ausschalten. Alles andere ist mir erstmal primär scheißegal. Gut, Claw ist weg. Danke. Von wo? Pass auf, Harper. Bäm! Weg mit euch, Pennern! Oh, ich liebe den Granatwerfer. Da hinten. Gut, gut, weiter, weiter, weiter. Oh, fuck, fuck, fuck. Das MG regelt den Eingang ab. Welches MG, Harper? Scheiße, Mann. Die Cops sind nur Kanonenfutter. Ja, gut, solange wir es nicht sind. Boah, von wo? Weg mit euch. MG ausgeschaltet, weiter. Da stand noch so ein Penner. Shit! Warum kümmert sich keiner um die? Alter, muss ich alles selber machen? Das Fahrzeug des französischen Präsidenten steckt in der Nähe fest. Haben Sie Sichtkontakt? Shit, shit. Feindliche Streitkräfte beschießen ein Panzerfahrzeug direkt vor der Arena. Boah, scheiße, scheiße, scheiße. Halten Sie sie auf, ich bin unterwegs. Raketenwerfer, rechte Seite auf. Los, meine Quadrocopter. Holt ihn euch. Oh, shit! Granate. Boah, Schwein gehabt, ey. Okay, Scharfschütze ist weg. Okay, ich habe keine Granaten mehr. Shit. Lade nach! Komm schon, Harper. Wir müssen den französischen Präsidenten retten. Oh, waren das unsere? Ja, das waren unsere. Passiert. Upsala. Gut, da war ich jetzt selber schuld. Da habe ich mich in die Luft gesprengt. Aus voller Eigenwahnsinnes.
dingsen. Sie sind tot, wenn sie nicht bald hier auftauchen. Ja, junge Dame, nur kein Stress. Mason schafft alles, was er möchte. So, und du bist auch weg. Ich bin getroffen. Fuck. Ich muss leider runtergehen. Ja, danke dir. So, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich verblute. Wo? Ich glaube, ich kann nicht. Da ist noch ein Truck rechts. Gottverdammt, Section, Sie rücken zu einem Jäger vor. Shit, 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 shit. Boah, langsam wird's ein bisschen unübersichtlich, Jungs. Wollt ihr nicht alle heimgehen und Friede, Freude, Eierkuchen und so? Wir müssen die Absturzstelle sichern. Oh, scheiße, dieses Geräusch. Oh, fuck! Scheiße! Habe ich das jetzt gerade richtig im Augenwinkel gesehen? Dass da gerade ein Wolkenkratzer eingestürzt ist. Scheiße, scheiße, scheiße. Was ist los? Okay, Harper steht. Wir sind kurz vorm Ende wahrscheinlich. Ach du Scheiße. Ja. Ich glaube, die Welt steht vor dem Untergang. Anderson, sie wurde getroffen. Ich weiß nicht, wie schlimm es ist. Oh yeah. Wenigstens lebt sie noch. Oh, hübscher Hinter, junge Dame. Shit. Oder auch nicht. Sie ist tot. Sie in Sicherheit. Sie muss überleben. Ah, nee, sie lebt noch. Okay. Hast du schon mal sowas geflogen, Section? Nö. Nein. Dann wird es jetzt nämlich Zeit, Kumpel. Der Flugcomputer sollte das meiste erledigen. Boah. Ich fahre im Krankenwagen mit Anderson. Bleib in meiner Nähe und wir versuchen uns wieder dem Präsidentenkonvoi anzuschließen. Identifizierung. Mason. David. Übernahmecode. Alpha, Delta, Echo, X-Ray. Autorisierung akzeptiert. Startsequenz initiiert. Unsere Freunde vom LAPD sind komplett. Boah, wie geil, ey. Ich habe eine FA-38 für Luftunterstützung gesichert. Yeah, das ist doch mal wieder was. Ah ne, die müssen wir beschützen oder zerstören? Beschützen, okay. Scheiße, es ist das reinste Chaos. Boah, wie geil ist das denn? Mit dem Hover zu fliegen. Wow. Verstanden. Weg mit dir. Söldner, rücken vor. Weg. Bam. Damage. Oh, ups. Fast. Feindliche Trucks durchbrechen die Hauptblockade. Wo? Shit. Ich muss zurück, ich muss zurück. Boah, ich muss da ein bisschen besser aufpassen. Shit, 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 shit. Ah, wunderbar, wunderbar. Wir kriegen es doch hin. Wow, Heli, Heli, Heli. Weg ist der Heli. Noch einer. Weg. Danke. Oh, 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 shit, shit, shit. Ich bin auf den falschen Weg gegangen. Jetzt müssen wir ganz schnell zurück. Feindliche Kampfhubschrauber. Weg mit euch. Du auch. Oh. Wow. Shit. Ah, ist cool, dass der sich selber repariert. Oh, fuck! Boah, kacke! Boah, mit dem Nachbrenner zu fliegen ist ja awesome! Hohohoho! Ist das geil! Shit! Gut, gut, gut. Danke, Bordcomputer. Tempoausgleich der Zielerfassung gestartet. Okay, okay. Und noch mit einer Rakete. Wow. Komm
Kacke! Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Da lang. Oh, Scheiße! Scheiße! Boah, ich muss jetzt erstmal Nachbrenner ausschalten. Halte aktuelle Geschwindigkeit. Boah, ich bin gerade total. Total überfordert. Aber totalst überfordert. Die Drohnen wollen den Konvoi angreifen. Sie müssen sie ausschalten. Ich bin dabei. Boah, der Flieger reagiert doch nicht mehr so gut, wie ich es mir gewünscht habe. Ja, sie verlassen das Kampfgebiet. Schön für dich, aber... Komm schon, Bruder, wo zur Hölle bist du? Ich bin am Himmel, Alter. Boah, Kacke. Shit. Boah. Wo sind sie? Hier. Boah, ich versuche die Drohnen auszuschalten, aber das ist ganz schön schwer. Ich muss es euch sagen. Also, wenn ihr es mir nicht glaubt, dann müsst ihr es selber spielen. Es ist abartig, wie schwer das ist, hier wirklich sauber zu lenken und dann noch feuern und alles. Boah, Watson, Herr Harper. Ich mach doch schon mein Bestes. Strukturelle Integrität bei 15%. Ja, das, da kann ich jetzt nicht drauf achten. Boah, wie geil. Shit. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß echt nicht, wo ich hin muss, Leute. Achtung, strukturelle Integrität gefährdet. Oh ja, jetzt. Oh, Kacke. Shit. Hoffentlich hat es gereicht. Ich hoffe es. Oh, fuck. Was für eine harte Landung. Mason? Oh. Dir ist schon klar, dass du total irre bist, oder? Oh ja. Das habe ich schon immer gewusst. Puh. Trotz dem Backes haben wir es jetzt doch noch geschafft. Oh. Spät dran, auf jeden Fall. Das jüngste Gericht. Also, ich werde jetzt noch etwas länger spielen, denn, wie ja schon gesagt, wir sind kurz vor dem Ende von Black Ops 2. Es sind jetzt noch ein, zwei Missionen. Und dann... Der längere Lauf ist für Reichweite. Das ist wunderbar. Dann nehmen wir noch schnelle Ammo. Gut. Ja, wir sind kurz vor Ende. Oh, yeah. Sparett. Auf jeden Fall, ey. Oldschool. Sekundäraufsatz. Variabler Zoom. Und natürlich schnelles Mag. Semtex. Ja, komm. Semtex und Flashbangs. Oder nee, nehmen wir EMP-Granaten. Das passt. Ja, Zugangskit müsste uns helfen. Ja, auf jeden Fall. Madam President, nochmal eine Videosequenz. Wir wissen jetzt, wie Menendez es geschafft hat. Es ist nun klar, dass Menendez gefasst und zu Obama gebracht werden wollte, um den Angriff zu starten. Ein trojanisches Pferd. Odysseus. Er hat Celerium benutzt und über unsere Server mit einem Virus die Infrastruktur aller unserer Militärsatelliten verseucht. Die schlechte Nachricht: Er kontrolliert die Drohnen noch. Er hängt auf Kommunikationssatelliten überall auf der Welt. Was sind die Optionen? Es gibt auch gute Neuigkeiten. Welche denn? Wir kennen die Quelle des Signals. Haiti? JSOC ist in der Luft. In 10 Minuten haben wir Boden unter den Füßen. Port-au-Prince. Wann erreichen die Drohnen die anderen Städte? Bei der aktuellen Flugbahn in ebenfalls 10 Minuten. Scheiße. Oh mein Gott. Also haben wir nur noch 10 Minuten. Nun, der diplomatische Kontakt stockt. Aber wie Sie sehen, Peking, Shanghai und Hongkong sind genauso bedroht wie wir. Ist es das?
Ist das das Ende? Madam President. Gott steh uns bei. Oh ja.